herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vor circa 5 Jahren hatte ich ein Nierenproblem. 500 Eiweiß im Urin. Bei einer gesunden Niere darf gar kein Eiweiß drin sein und bei mir hat sich der Urin in die Niere zurückgestaut. Durch Omega-3-Fettsäuren und die komplette Vitamin-E-Familie habe ich dann dieses Problem in den Griff bekommen. Ich möchte dir heute ganzheitliche Maßnahmen vorstellen, die wichtig sind für die Niere, damit es erst gar nicht zu Krankheiten wie Blasenentzündung, Nierenstein, Nierenbeckenentzündung oder Nierenversagen kommt. Wie kannst du diese Krankheiten vorbeugen, so dass sie erst gar nicht auftreten? Erstens, 2 bis 3 Liter kohlensäurefreies Wasser trinken. Am besten ist es natürlich noch, wenn das Wasser gefiltert ist. Warum Wasser trinken? Bei körperlicher Anstrengung, Schwitzen, hoher Außentemperatur, Saunabesuche verliert der Körper eine Menge Wasser. Wichtig dabei ist, keinen Schwarz- oder Grüntee trinken. Warum? Beide liefern Oxalate, die eine Nierensteinbildung fördern. Zweitens, Zitronenlimonade trinken. 1 bis 2 Zitronen auspressen, dann diesen Zitronensaft mit 1 Liter Wasser aufgießen und über den Tag verteilt trinken. Warum? Zitronen enthalten von allen Zitrusfrüchten die höchste Zitratkonzentration und die hemmen die Nierensteinbildung. Drittens, tierische Eiweiß reduzieren. Warum? Nach reichlichem Fleischverzehr fällt mehr Harnsäure an, als die Niere abbauen kann. Und so entstehen schneller Harnsäuresteine. Deshalb Fleisch und Wurst reduzieren. Viertens, Kochsalzkonsum reduzieren. Besonders in Fertigprodukten haben wir verstecktes Salz, ja, zum Beispiel in Wurst, in Käse, auch in Brot und so weiter. Und warum ist es wichtig, dass man das meidet? Das zu viel an Kochsalz regt die Kalziumausscheidung über den Urin an. Und diese erhöhte Kalziumkonzentration im Urin fördert die Kalziumsteinbildung. Und zu guter Letzt Brennnesselsamen. Wenn du Nierenprobleme hast, nimm 1 bis 2 Esslöffel Brennnesselsamen ein, entweder über Salatstreuen oder pur essen. Warum? Brennnessel stärkt die Nieren, fördert die Ausscheidung und aktiviert das Immunsystem. Und nebenbei wird das Haarwachstum angeregt. Das war es auch schon mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn du irgendwelche Anregungen hast, Wünsche, Vorschläge, Videovorschläge, schreib es ruhig unten in die Kommentare. Und ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Alles Gute. Ciao.